Ja, solange die Tür zu bleibt, ist alles recht. Okay, so, okay. Find the backup drive and let's see if our favorite madman has made a cameo. Okay, wo sind die Backup Drive D, A? Ja, okay. Ah, hier, okay. Moment. Irgendwelche Hinweise da drauf. Ah, 1501 ist das, okay. Okay, the beat is coming in now. Wow. Okay. Exhibit X. Sah ich recht muskulös aus, der Typ. Ja, auf jeden Fall, One Piece habe ich mir eigentlich noch nie so richtig krass angeguckt. Ist aber schon sehr interessant, die Serie. Ich mag sie. Ey, fuck, ich traue mich da nicht reinzugehen, ne? Ganz langsam. Lass mich in Ruhe! Hau ab! Lauf! Scheiße, jetzt hab ich ein Problem. Hallo! Na, was geht? Ich hab abgewählt, Pimmel! Pumps! Pumps! Puff! Drüber hinfallen! Ich muss den ganz schnell eben... Ich kam zu ihm nicht hin. Ich komme leider zu ihm nicht hin. Das finde ich wirklich sehr schade. Ja, jetzt ist er tot. Toll. Weil du, dummer Spacken, im Weg standest. Jetzt habe ich dir... Ich dachte, ich hätte jetzt Genicke gebrochen. Ja, fuck it. Dann mache ich das Optionalziel halt nicht. Ist mir auch egal. Ah, es ist voll nervig. Echt richtig nervig. Scheiße. Ja, oder warte mal. Nee, sorry. Ich muss es nochmal machen. Es tut mir sehr leid. Geht jetzt schnell. Ich weiß ja, was zu tun ist. Ich muss jetzt nur leider nochmal das Radio noch einmal in Beschlag nehmen. So, okay, ja, schmeiß das Ding. Nee, ich behalte das Ding jetzt mal lieber. Ich wecke einfach keine Aufmerksamkeit. Hört man ja auch, wie leise ich hier bin, ne? Du hörst auch gar nichts, ne? Ja, ist okay. Auf jeden Fall, hier ist nichts drin. Ich habe mir gerade mal ein bisschen umgeguckt. So, komm. Wo ist der Fernseher? Ups, das wäre so schlimm, wenn ich die kaputt gemacht hätte, ne? Ach, guck mal, das reicht sogar, wenn ich die wirklich nur einmal kurz anfasse. Das ist ja super. Okay, ich will einmal in die Galerie jetzt wahrscheinlich. Ich behaupte mal, ich muss da hin. Meeting Room, okay. Was ist hier? Nichts. Das ist auch gut, gefällt mir. Wo waren denn die Kackdinger nochmal? Ja, da ist es doch. Super. So, okay. Das heißt, es gibt hier ein paar Spacken, die uns auf jeden Fall auf den Sack hauen wollen. Kann ich ihn nicht verübeln. Wirklich nicht. Aber ich meine, die Gegner waren relativ beschissen. Also relativ beschissen bedeutet richtig beschissen. Okay, Speicherpunkt. Toll. 3 Stück gibt es von den Störgeräten. Naja, super. Ja. Fuck it. Ich hab keine Waffen. Ja, macht ruhig. Es ist mir egal. Ernsthaft. Wo ist da ein Kreuz an der Wand? Oh, nee.
Wie gesagt, ich kann mich noch so ein bisschen an die... Penner! Ich habe auch so ein Ding wie du. Pams! Zack! Scheiße ist das, ne? Hier war noch einer. Das war ich sogar ganz gut. Dann tausche ich den mal aus. Aber der Papercut ist eh nicht schlecht, weil der hat eine unglaublich geile Reichweite. Mal ein bisschen Lärm, damit die auch schön auf uns aufmerksam werden. Gott sei Dank, das war jetzt aber kein Garten, den ich getötet habe, oder? Es wäre nur kacke, wenn beides gemischt wäre. Also wenn hier Wächter rumlaufen würden. Und. Da ist so jemand gelaufen. Was ist das? Ah, das ist nur so ein Holzmoped. Ja, ich mach das Licht mal wieder an. Hallo? Der Treppe ist auch nicht, ist okay. Also offensichtlich, scheint hier nichts mehr zu sein. Okay, da steht 3 und ein X. Ah, super, ey. Okay. Nur ein Speicherpunkt. Scheiße, okay. Ab hier wird es wieder stealthig. Und da ist ein Fernseher. Komm schon, Baby. Ich will dich nicht töten, Junge. Ne, nicht töten. Ich will dich nur bewusstlos machen. Danke. Geht doch, Mensch! War doch nicht so schwer, oder? Aber wundervoll. Jetzt haben wir zumindest schon mal die Antennen fertig. With the museum's grand opening cancelled due to the death of the mayor, local residents wonder if the battle to regain the city they once knew has been lost. At the scene is Tony Rhodes. Tony, what do you make of this? Tony? Yes, Sarah. I'm now a block away from the museum and have seen the unthinkable. Looters scurrying away from the museum, arms loaded with priceless objects of antiquity. It appears the museum has been targeted by these thieves, some literally wearing artifacts out on their persons. Excuse me, sir. Care to make a comment about the latest event? Crazy dancing! A goddamn Sir Lancelot rolling down the street, knights in armor and shit, even had a fucking sword! Well, that was a rather colorful description. Thank you, Tony. This is City News. Alles klar. Dankeschön. Okay, super. Gut, haben wir das jetzt auch schon mal geklärt. So. Nimm mal ein Breitschwert mit, würde ich sagen, ne? Warum eigentlich nicht? Machen wir auch mal einen auf Lancelot. 6. Okay. So, auf dem Weg von da hinten bis hier hat er scheinbar nochmal 3 Leute abgemurkst. Was haben wir denn hier für Waffen? Ja, so eine Handaxt ist auch nicht schlecht. Gucken wir doch einfach mal, was besser ist. Macht mehr Schaden, weniger Reichweite. Kurzschwert, mehr ich glaube, das Langschwert ist schon nicht schlecht. Kampfaxt. Ach so, okay. Ja, behalten wir mal erstmal das Breitschwert. Und hier ist die 1. Okay. Jetzt bin ich etwas mehr verwirrt. Doch. Ja, toll. Oh, Moment. Ihr seht ihr das, was ich sehe? Dieses wunderschöne Zeichen. Ha! Pimmel! So. Arschloch, ey. War schon nicht schlecht, muss ich sagen. Muss man sich auch mal wieder selbst loben. So langsam habe ich das Kämpfen raus. Ach du Scheiße, ein Kampfhammer. Der ist natürlich auch fett. 0. Okay. 100! Direkt unter mir wahrscheinlich, ne?
Komm ich hier runter? Nein, okay. Da ist er doch. Ich Holzkopf. Warhammer hat weniger Schaden. Hätte ich nicht gedacht, ernsthaft. So. Ruhe im Puff. Was haben wir hier noch Schönes? Auch nur so ein komisches Schwert. Aber ich finde es ganz geil, wenn ihr so eine schöne Waffenauswahl habt, ne? Wie bei Toys R Us als Kind. Boah, Toys R Us war ja auch schon seit Jahrtausenden nicht mehr. Ich hätte gerne so eine doppelschneidige Axt. So richtig schön wuchtig. Ich habe dich doch gesehen, Junge. Was willst du? Der ist doch gerade abgehauen. Ach, ich laufe durch Scherben. Ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch? Ja gut, komm, weißt du was? Versuch's doch einfach. Pimmel. Schlag, komm! Feigeschwein. Ja, okay. Oh, ne Graffiti-Tussi. Wo rennst du hin? Das ist die Zahlen die ganze Zeit da drauf schreibt. Wo rennst du denn hin? Bleib hier, du Sau. Ich glaube, ich krieg's denn nicht mehr, ne? Na, okay. Dann halt nicht. Ich werde die greife gleich von hinten an. Nee, tot. Okay. So ein kleines Speicherpünktchen hätte ich jetzt auch gerne mal wieder, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es gleich schlimm wird. Ich gucke immer nochmal zurück, ob sie mich nicht tatsächlich doch noch verfolgt. Ich falle hier runter. Okay, eine Krone und einen Haken. Ihr habt mich nicht gesehen, ne? Nee. Ach, das mach ich doch echt zusammen. Also, ich mich voranpirsche. Ja, ich muss ja aber runter. Nein! Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Ja, komm her, du Sau! Komm schon! Bist du dumm, ne? Komm doch einfach her. Pams! Oh. Voll eine gezogen. Penner. mit dem Kopf! Natürlich! Natürlich wehr ich dich mit dem Schwert ab. Wie denn sonst? Ist das? Kurzschwert, ja. Ich finde mein Langschwert eigentlich schon echt extrem gut. Ich würde es gerne behalten, Spiel. Gönnst du mir das? Scheiße. Ja! Nein, nein, nein! Ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht. Ja, okay. Komm, steh auf. Ja, bin ich jetzt daran schuld, dass er tot ist? Boah, was? Warum bin ich denn jetzt tot? Alter, wie hat der denn abgezogen? Hat er irgendwie mit so einem Sprengstoffhammer geschlagen oder was? Dass einfach direkt mein Kopf nicht mehr da war. Okay, gut zu wissen. Ihr Schweine! Bring euch um! Bring euch um! Fick dich! Ach so! Okay. Dann machen wir den hier einfach. Okay, neuer Finisher haben wir. Wo können wir denn? Nee, nicht auf dich. Nehmen wir den hier. Parzel! Oh. Tut mir leid, wirklich. Reg doch nicht so auf, Junge. Bist du kein Psycho, oder? Jawohl. Sehr gut, okay, dann ist der schon auf jeden Fall schon mal gesichert.
Scheiße. Das ist nur ein kleines Problem. Ah! Huch. Hör auf, ich mit Sachen zu beschmeißen. Bist du doof? Wo ist mein Langschwert? Ah, nicht mal fucking Longsword. Gut, immer das Kurzschwert.